Hallo meine Lieben, ich begrüße euch. Und zwar bin ich bei der Elementenlegung und heute kommt das Element Luft an die Reihe. Das heißt, wenn ihr im Sonnenzeichen, im Mondzeichen, im Aszendenten, in den Zeichen des Wassermanns, des Zwillings oder der Waage geboren seid, dann ist das hier eine allgemeine Legung für euch. Und diese wird sich so gestalten: Es gibt zwei Überschriftskarten. Das heißt, eine kommt aus dem Krafttier-Orakeldeck für den Monat November als Überschrift und des Weiteren eine aus dem Antworten der Engel-Orakel auch als Überschriftskarte. So, und dann seht ihr, dass ich hier schon ein bisschen was vorbereitet habe. Und zwar gibt es jeweils drei Karten. Einmal zum Thema Liebe, zum Thema Beruf, zum Thema Finanzen und für euch als Fragesteller direkt, was im Monat November hier auf euch zukommt. Diese drei Karten setzen sich zusammen. Im Liebesbereich ist es das Lenormand-Deck Mondnacht, das Mondnacht-Lenormand-Deck, Entschuldigung. Für den Bereich Finanzen ist es das Magic Dreams Orakel-Deck. Für den, Entschuldigung, oh, ich habe jetzt schon Sprachschwierigkeiten, Entschuldigung, tut mir leid, habe heute schon einige Legungen hinter mir. Nochmal sortieren, Entschuldigung. Also, wie gesagt, für den Bereich Arbeit, Beruf, Magic, Mystic Magic, Lenormand Deck. Für den Bereich Finanzen aus dem Kartendeck Lichtblick, Lenormand Deck. Und für euch direkt als Fragesteller aus dem mystischen Lenormand Deck. So, jetzt haben wir es. Tut mir leid, ja, ich habe heute schon einige Legungen hinter mir und deshalb können auch einmal Versprecher bei sein. Ja, die verwendeten Kartendecks für all meine Legungen, also nicht nur für heute, sondern generell, findet ihr immer hier unter meinem Link in der Infobox. Dort sind alle aufgeführt. Und natürlich ist auch heute hier wieder der Hinweis, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, diese Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das kennt ihr ja inzwischen, die jetzt hier des Öfteren schon bei mir reinschauen, dass ich darauf immer wieder hinweise. Und ansonsten nutze ich jetzt die Zeit des Mischens noch, um mich bei euch zu bedanken. Zu bedanken für jeden Daumen hoch, den ihr mir da lasst. Zu bedanken für jeden netten Kommentar und ganz herzlich natürlich zu bedanken fürs Aktivieren des Glöckchens, womit ihr ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließt. Für euch ein ganz kleiner Schritt, für mich ein riesiges Dankeschön, weil ich damit die Chance habe, in der YouTube-Community weiter nach oben zu kommen. Und das ist natürlich mein Bestreben. Und deshalb freue ich mich über das Aktivieren des Glöckchens natürlich besonders. Nicht außer Acht lassen möchte ich natürlich auch noch ein ganz großes Dankeschön an diejenigen, die mir jetzt des Öfteren schon mal eine Spende zukommen lassen. Auch darüber freue ich mich wirklich riesig und bin euch auch dafür sehr, sehr dankbar. So, und jetzt kommen wir langsam hier dem Ende entgegen. Wie gesagt, wem das hier mit der Mischerei zu lange dauert, spult vor. Ihr seht, wann es mit der Legung losgeht. Ich weiß aber, dass die meisten nach wie vor dieses Live-Mischen eben bevorzugen und deshalb möchte ich da auch weiter dran festhalten. Wunderbar, eine Karte noch, auch schon. Sehr schön, vielen Dank. Und jetzt kommen wir zu den letzten Karten, zu den mystischen Lenormand-Deck für euch persönlich.
und dann haben wir das Ganze auch schon geschafft. Sehr schön. Eine einzige Karte brauche ich jetzt nur noch. Da ist sie. So, ihr Lieben, dann geht's los. Wir beginnen mit den Überschriftskarten für den Monat November. Da haben wir hier das Stinktier. Verteidigung. Lerne dich auf gesunde Weise abzugrenzen und zur Wehr zu setzen. Achte auf dich. Also Vorsicht für die Sternzeichen der Luft. Vorsicht vor Angriffen. Das können, wie gesagt, sprachliche Angriffe sein. Das können hinterrücks Menschen sein, die vor euch sehr nett tun, aber hinterm Rücken sehr böse über euch reden. Also mit anderen Worten, setzt euch zur Wehr, lasst euch nichts gefallen. Damit heißt es nicht, mit schreienden Stöcken aufeinander loszugehen, sondern ich denke, nicht wer schreit, hat recht, sondern wer intelligent in der Lage ist, sich mit Worten auch auseinanderzusetzen, ohne die Stimme zu erheben oder ohne mit irgendwelchen Gegenständen um sich zu werfen. Also, wie gesagt, Hauptüberschrift, lernt euch zu Wehr zu setzen und zu verteidigen. Und da ist es wichtig, genau was hier die Antworten der Engel dir sagen, höre auf deine Intuition. Ja, mitunter merkt man, wer es wirklich ehrlich meint. Und da kann man sich oft sehr gut drauf verlassen, wenn man so ein Gespür hat und denkt, naja, also was du mir hier erzählst, weiß ich nicht. Aber im anderen Verhältnis eben zu erkennen, da will mich jemand bloßstellen, da ist dann der Punkt eigentlich erreicht, wo man sagt, jetzt ist es Zeit, dich zur Wehr zu setzen. Und wir schauen, was erreicht dich hier im Liebesbereich. Da haben wir die Karte das Haus, wir haben den Park und wir haben aber auch den Sarg. Das heißt, für den einen oder anderen kann es durchaus sein, dass im Liebesbereich hier ein neuer Lebenszyklus beginnt. Das heißt nicht, dass eine Trennung hier dargestellt ist. In dem Fall sehe ich es nicht, sondern ich denke, es zeichnet sich hier ein neuer Lebensabschnitt im Zusammenhang mit der Liebe ab. Nämlich, wir haben die Öffentlichkeit und die Gebäude in der Öffentlichkeit. Das heißt, in irgendeiner Form kann es bei dem einen oder anderen sein, dass hier Behörden, sprich die Öffentlichkeit, Behörden in Anspruch genommen werden, um in seiner Liebe einen neuen Lebenszyklus zu beginnen. Das kann sein, ja, dass der eine oder andere heiratet im November. Dazu braucht man die Behörde. Man muss raus in die Öffentlichkeit und damit eröffnet sich ein neues Lebenskapitel, ein neuer Lebenszyklus beginnt. Das kann es für viele von euch bedeuten. Es kann natürlich auch für den einen oder anderen einen Lebenszyklus darstellen, der vielleicht auch zu Auseinandersetzungen führt. Das heißt, vielleicht ist der eine oder andere in einer Situation, wo er sich zur Wehr setzen muss und Ämter und Öffentlichkeit in Anspruch nehmen muss. Das heißt, wenn es also in euren Beziehungen irgendetwas gibt, was nicht so ist, wie ihr es braucht oder wie man generell davon ausgeht, dann solltet ihr euch zur Wehr setzen. Und wenn ihr das nicht alleine schafft, dann nehmt Ämter und Behörden in Anspruch, um wieder in die Gesundung zu kommen.
um wieder in eure Stabilität zurückzufinden, um euch zu verwurzeln. Und egal, wie gesagt, welches Szenario hier auf euch zutrifft, sollte es sich wirklich um eine Eheschließung handeln, diesen neuen Lebenszyklus, der hier dargestellt ist, dann kommt ihr damit zu einer Verwurzelung. Das heißt, ihr verwurzelt euer Leben gemeinsam. Ihr beginnt einen neuen Lebenszyklus. Egal, ob es jetzt eine positive Richtung nimmt oder ob ihr die Ämter in Anspruch nehmen müsst, weil ihr aus einer Beziehung euch entfernen wollt, weil ihr euch zur Wehr setzen müsst. Das entscheidet ihr mit eurer Situation. Und wir schauen, was der Beruf hier zeigt. Im Beruf sehe ich bei vielen von euch im Moment auch so ein bisschen, dass es etwas stagniert. Ihr seid hier so, ja, zwischen den Wolken, wie man so schön sagt. Ihr wisst nicht so recht, endet das Ganze positiv oder bleibe ich hier im Ungewissen? Aber wir sehen hier die Sense. Die Sense spricht für Ernte, für Schnelligkeit. Und der Baum, den hatten wir auch hier in der Liebe, auch hier unterstreicht er Stabilität, Gesundung, Verwurzelung, Kraft. Das heißt, im Beruf wird es zu überraschenden und schnellen Veränderungen bei dem einen oder anderen von euch kommen, der euch zu Stabilität, zu Kraft und zur Verwurzelung verhilft. Und wir haben hier fantastisch auch das Kreuz. Das sagt uns, das ist schicksalhaft für euch vorbestimmt. Was sich hier beruflich bei dem einen oder anderen von euch verändert, bringt Positives. Das Schicksal meint es hier gut. Es wird überraschend passieren, aber ihr kommt damit ins Helle und ihr kommt in die Stabilität, in die Verwurzelung. Und das bringt euch weiter. Und bei den Finanzen, da haben wir auch wunderbar, wir haben die Störche, wir haben hier auch die Wolken und wir haben die Schlange. Das weist uns darauf hin, auch in den Finanzen wird es zu positiven Veränderungen kommen. Auch da kommst du raus aus den dunklen Wolken, du gehst ins Helle und diese ganzen Verstrickungen, diese Umwege, all das, was belastend war, was nervend war, hat ein Ende. Die Schlange stellt auch die Karte der Gesundung dar. Das heißt, du bist hier mit den positiven Veränderungen und mit den dunklen Wolken hinter dir lassen, bist du auf dem richtigen Weg, in diese Gesundung zu gehen und zu wissen, es geht dir finanziell soweit gut. Du hast also nicht mit Schwierigkeiten zu rechnen, denn diese ganzen Schwierigkeiten, die sind weggenagt. Die haben jetzt ein Ende im November. Du kannst positiv nach vorne schauen und auch da wird immer wieder darauf hingewiesen, auf die Ausgangskarte. Egal, was dich hier in diese Situation gebracht hat, etwas unklar zu sehen oder in Verstrickungen gefangen zu sein, setze dich zur Wehr. Nimm deine Rechte in Anspruch. Und für dich persönlich haben wir hier die Lilien, wir haben die Fische und wir haben noch einmal das Kreuz. In dem Fall für dich persönlich deute ich das Ganze so, es kommt für dich jetzt eine fantastische Zeit auf dich zu, die dir Ruhe und Frieden bringt, die dich in diesem Familienpulk harmonisch miteinander umgehen lässt. Emotionale Fülle wartet hier auf dich. Das heißt, es geht dir auch innerlich gut. Und auch da spielt, ähnlich wie beim Beruf, das Schicksal eine ganz große Rolle. Das heißt, auch dort wartet Positives. Für dich persönlich eine fantastische Zeit, wie gesagt,
Ruhe, Harmonie im Familienleben, emotional viel Fülle, kann natürlich auch noch einmal auf finanzielle Fülle hinweisen, die das Ganze für dich hier noch unterstreicht im Zusammenhang mit dem Schicksal. Vielleicht hält das Schicksal auch das noch für dich bereit. Und unterstützt bei allem, was hier auf dich wartet, wirst du von treuen, loyalen Freunden. Du hast also Menschen an deiner Seite, die dir wirklich wohlgesonnen sind und die voll und ganz hinter dir stehen und deren Hilfe du wirklich annehmen solltest. Und da bedarf es auch keiner Verteidigung. Da kannst du dich drauf verlassen. Verteidigen musst du dich in solchen Fällen, wo du merkst, man will dich beeinflussen oder man redet schlecht über dich. Da ist deine Verteidigung gefragt. Und hier haben wir ganz passend auch die Frage aus dem Glücksorakel. Du sollst drüber nachdenken, was spricht denn dagegen? Mach eine Liste mit Dingen, die dagegen sprechen. Und dann stelle dir die einzige wichtige Frage. Macht es mich glücklich, mich dagegen zu entscheiden? Also macht es dich glücklich, das immer hinzunehmen, dass Menschen dich kritisieren, hinter deinem Rücken sprechen? Ich glaube nicht. Unser Leben ist zu kurz, um das Glücklichsein auf irgendwann zu verschieben. Genau darauf deutet hier die Karte des Engelorakels hin. Höre auf deine Intuition, folge deiner Intuition und komme damit hier jeweils zweimal dargestellt dem Schicksal entgegen, was hier eigentlich Positives für dich bereithält. Ich wünsche euch einen fantastischen Monat November und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Alles Liebe für euch. Bis bald.